wirklich geisteskrankes Spiel. 2-2 erstmal, man muss sagen, Tottenham und Liverpool, top Spiel gemacht, aber dass es so enden muss, muss nicht sein. Wer wird den Puppet Cup 2023 holen? Wer ist dein Favorit? Ihr seid leider schon raus, aber wer denkt, du holst das? Also, ich habe viele Favoriten, ja, aber ich sag zwei, entweder Schalke oder Liverpool. Que pasa, locos? 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 Yuli Rodriguez, mi hermano. Que pasa, locos? Hey, pasa, locos? Ja, Rodriguez, heute mal wieder am Start. Und ja, locos, ihr könnt es sehen, wir befinden uns heute in einer Halle in Magdeburg wegen des Puppet Cups 2023. Ich würde sagen, heute mal wieder ein Turnier. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Und Vereine wie Liverpool, Tottenham, Wolfsburg, Bochum und der HSV sind dabei. Also, ich würde sagen, let's go! Zweites Spiel in der Zwischenrunde und zwar den VfL Wolfsburg gegen Haldensleber SC. Wir haben zwei Abonnenten bei Wolfsburg, mal gucken, ob sie den Sieg nach Hause holen. Ich würde sagen, let's go. Wir schauen nochmal, sind denn Fans der Wölfe hier in der Halle? Ja, sind sie, sehr gut. Und sind der Fans vom HSC hier? Die 5 kommt Kamakon, die 6 Leo Isufi, die
geisteskrank. Hätte ich filmen müssen. Okay, Lukas, ich bin hier mit einem Talent von Bochum. Ich würde sagen, du stellst dich selber kurz vor. Wie alt bist du und welche Position spielst du? Also ich spiele mehr. Ich bin 14 Jahre alt und spiele Stürmer und Innenverteidiger. Geisteskrankes Spiel, Sieg. Was erwartet ihr von dem Turnier? Also denkt ihr, ihr könnt das Turnier nach Hause holen? Wie fühlt ihr euch? Wir sind leider schon raus jetzt. Wir haben hier auf 1-1 mit Bremen gespielt. Ja. Aber wir kämpfen trotzdem noch, um noch was Besseres herauszuholen. Klar, normal. Für dich, du bist Außenverteidiger, hast du gerade gesagt? Innenverteidiger. Bester Innenverteidiger, deiner Meinung nach, momentan? Van Dijk. Und Legende? Legende. Ich würde schon sagen, Lampard? Stark, ja, okay. Nächste Frage, Mbappé oder Haaland? Und wieso? Also wen findest du schwieriger zu verteidigen als Innenverteidiger? Mbappé. Wieso? Haaland ist auch schnell und robust. Ja, aber Mbappé bringt dieses Tempo mit Ball. Wer denkst du wird zwischen Haaland und Mbappé als erster den Ballon d'Or holen? Ich würde sagen, auch Mbappé? Aber er schießt nicht so viele Tore, also Haaland schießt auf jeden Fall mehr Tore. Ja, aber ich sag trotzdem noch. Okay, letzte Frage und zwar, wer wird den Puppy Cup 2023 holen? Wer ist dein Favorit? Ihr seid leider schon raus, aber wer denkt, du holst das? Also ich habe viele Favoriten, ja. Aber ich sag zwei, entweder Schalke oder Liverpool. Okay, stark. Danke. Okay, lass mal ein Bild machen. Jo mit der 9, Benjamin Demarkovic mit der 7, Devin Winterjahn mit der 22, Benjamin Jungenheim mit der 9. Willkommen zum nächsten Spiel Hertha gegen Liverpool. Bei Hertha sind 3, 4, 5, 6 Abonnenten dabei. Mal gucken, ob die den Sieg nach Hause holen. Wenn ja, gibt es nach dem Spiel auf jeden Fall ein Interview. Liverpool, Sie, beide Mannschaften sind bereit, das Spiel in Hertha. Und das Spiel! Hier wollen wir noch meine Mannschaft vorstellen. Der Hertha hat in der Mai der Afrika Kuhu mit der 10. Lewis Goffert, dann mit der 1, Bernard Wayne Jr., dann 14, Crowley, White, 7, Crowley.
Liverpool, das ist geisteskrank. Die spielen aber auch ein bisschen dreckig, muss ich sagen. Das letzte Spiel Liverpool gegen Hertha noch aufgeholt, geisteskrank. Und ja, Lukas, würde sagen, jetzt geht's weiter. Stell dich kurz vor, wie heißt du, wie alt bist du und welche Position spielst du? Ich heiße Mike Netz auf Kalkun, ich bin bei der Hertha des in der U15 und ich bin linker Flügelspieler. Ja. Heute erstes Spiel gehabt, wie fühlt sich der Platz, wie ist das so auf dem Fußballplatz? Gestern war das etwas anders, weil ich fühlte so ungewöhnlich an, ja. Aber ich weiß nicht. Ja, erstes Spiel, leider verloren 4-2. Jetzt gegen Europa versucht, es besser zu machen. Trotzdem gut. Letzte Frage: Haaland oder Mbappé? Und wieso? Mbappé? Wieso? Weil ich mag ihn einfach mehr so. Okay. Wer wird der Erste sein, der nach Messi und Ronaldo Ballon d'Or gewinnt? Also jetzt Haaland oder Mbappé, meine ich. Ich glaube Haaland. Er hat mehr Tore schießt, also normal, ja, ne? Tore und sowas. Und ja. Okay, danke dir, ne? Stellt euch mal kurz vor, von links nach rechts. Ja, ich bin Max Herrewig. Warte, Name, Position und Alter. Max Herrewig, Torwart 14. Norwin 14, Linksverteidiger. Tyler, Flügel, offensiv eigentlich alles, 14. Sandy, 15 Jahre alt und Flügel 10er. Ich bin Luca, 14 und Anifa. Abwehr 14, Außenverteidiger. Jungs, 4 Spiele. Wie macht ihr das? Nee, 4 Spiele? 4 Siege. Ja, 12-0. Wie macht ihr das? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile ein bisschen Klebstoff entwickelt. Und du als Torwart, kein Gegentor in 4 Spiele. Geht nicht ohne eine gute Verteidigung. Oh, sehr starke Worte. Ich komme ja aus Hamburg, deswegen die Frage, du auch? Ja, sicher. Ah, stimmt. HSV oder Pauli und wieso? Oder Wolfsburg? FC Köln. Also ich sage HSV. Eigentlich Pauli, weil ihre Fans sind auch viel besser. Sehr stark. Was sagt ihr? Also ich würde sagen HSV, weil ich viele Freunde dort habe. Was sagt ihr? Aber ich habe die Frage nicht gehört. Was bedeutet das? Pauli auch. Okay. Dann letzte Frage. Haaland oder Mbappé? Die nächsten Superstars, für wen entscheidet ihr euch? Also, ich würde sagen Mbappé, weil das so ein Flitzer ist wie ich. Und Haaland ist halt so ein richtiger Neuner. Okay. Haaland, geiler Typ. Ja. Weil er wuchtig ist, schnell, und dann eigentlich alles, was geht. Guter Stürmer so weit. Was bedeutet? Ja, ich würde sagen Mbappé, weil er Speed. Ja, ich sag auch Mbappé. Okay, Jungs. Ich würde sagen, danke euch und man sieht sich. Wieder, Digga. Ey, gib mal einen. Gib mal einen.
Geisteskrankes Spiel, Schalke gegen Arsenal London. 6:2, glaube ich, ist das Spiel zu Ende gegangen. Und ja, Lukas, wir versuchen gleich mit Schalke-Spieler auf jeden Fall noch ein bisschen zu reden und mal gucken, wer hier vorbeikommt. Okay, Lukas, wir sind hier mit zwei Magdeburg-Spielern. Ihr seid Gruppenerster, keine Niederlage, wie fühlt es sich an? Es ist natürlich sehr geil, gegen solche Mannschaften zu spielen. Erster zu sein. Macht auf jeden Fall vor dieser Kulisse richtig Spaß. Ja. Was für wir? Ja, sehe ich auch so. Geile Gegner, viele Tore und die Fans machen mit. Genau, die Halle fiebert ja unglaublich mit euch. Ja. Wie fühlt es sich an, so eine krasse Unterstützung zu haben? Ja, also es fühlt sich an, als wenn man Profi ist. Ja. Du wirst für jede Aktion gefeiert, jeden Zweikampf, den du gewinnst, und enttäuschend. Jeder bejubelt dich, das ist einfach geil. Es gibt nur mal so einen richtigen Kick mit. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es aus? Denkt ihr, ihr seid die Favoriten? Nein, Favoriten jetzt vielleicht nicht, aber wir haben auf jeden Fall Chancen. Ja. Und wir selber glauben an uns. Natürlich. Ja. So, ich sehe euch auf jeden Fall im Viertelfinale und danach nochmal halt gucken. Ne? So, danke auf jeden Fall. Gerne. Es kommt ein Topspiel, Liverpool gegen Tottenham. Premier League gleich. Ich würde sagen, let's go. Que nadie a ti te va a igualar, maná, maná.